Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Eben, also für mich war es eben in der letzten Folge, ist es für euch, also vor einer Woche, sind wir ja von der Fleischlawine geflüchtet. Diese Maus im Bild nervt mich. Und jetzt sind wir hier, sind ein bisschen außer Atem, kann ich voll und ganz nachvollziehen nach dieser Fluchtaktion. Achso, ich dachte, hier wäre was. Wir machen jetzt hier weiter. Die Musik ist auf einmal ganz ruhig geworden. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber wir haben schon wieder Hunger. Ich will nicht schon wieder eine Ratte essen. Es tut mir so leid für die Ratten. Wisst ihr, das tut mir so leid für die Ratten. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Wenn wir kurz vorm Hungertod sind. Nein! Nein! Ist das Würstchen? Ist das Würstchen? Oh, guck mal, die sind so süß. Die Kleinen sind so süß. Kann ich das hier irgendwie... Nein! Ich wusste es! Wir sind so grausam! Oh Mann, die kleinen Pilzköpfchen sind so süß und so lieb. Und wir fressen es einfach. Wir sind ein absolutes Monster. Ein Monster sind wir. Kein Wunder, dass die immer vor uns wegrennen. Du hättest das Würstchen essen können. Ich mag uns nicht mehr übrigens. Ich habe gerade einen ganz... Also wenn man das so aus der Ich-Perspektive sieht, habe ich gerade einen ganz großen Selbsthass. Meine Güte, sind wir ein Monster. Ich kriege da gerade voll Aggro. Die kleinen Dinger sind so lieb. Hoch mit dir. Die Geisha. Schwebt die? Ich will mich hier mal kurz umgucken. Vielleicht gibt es dort was. Hehe. Ich weiß nicht, was es bringt. Wir werden es ja hoffentlich bald erfahren. Ich muss gleich mal gucken, ob der Mauszeiger auch in der Aufnahme drin ist. Eigentlich nehme ich den für solche Spiele, die ich mit Controller spiele, raus. Aber man weiß ja nie, ich bin ja ein kleiner Tüdelkopf, ne? Okay, da kommen wir nicht lange. Müssen wir auch den Aufzug nehmen? Dann nehmen wir uns mal am besten so eine Dose, würde ich sagen. Ich glaube, wir kommen gerade so... War nicht ganz. Ein Stückchen weiter. Wir nähern uns langsam dem Ende, schätze ich. Ich habe das Spiel, oh Gott, das ist schon ein bisschen länger her, in einem Let's Play schon mal gesehen. Der Gästebereich. Freigeschaltet, okay. Schon mal gesehen. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig an alles erinnern. So der Anfang, der war mir relativ bewusst, nenne ich es mal. Aber jetzt so, so der hintere Teil, der hintere Part gar nicht mehr. Der ist irgendwie so gut wie gar nicht vorhanden in meinem Gedächtnis. Die Spiegel sind alle zerstört. Seht ihr das? Habt ihr es gesehen? Da? Überall diese Frau. Überall hängen Kimonos rum. Guck mal. Wir können ja so ein bisschen in den Dings reinlinsen. Die Spiegel sind alle verhangen. Da ist ein Bild abgedeckt. Sind das wir, die da abgedeckt sind? Kann ich das sehen? Schade. Singt eine Frau, hätte das. Die sitzt da, oder? Die steht da. Ja, der Spiegel ist auch kaputt. Ich hab ein bisschen Angst vor der.
Okay, die darf uns nicht sehen. Ich schätze mal, wir sollten schleichen. Oder die noch ein bisschen beobachten. Schätze ich aber mal so. Okay, die Stimme scheint uns zu erschrecken. Dann schleichen wir mal. Kann ich den Schrank aufmachen? Okay, nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Oder ging es noch woanders lang? Kann ich hier hochklettern? Nee. Bin gerade ein bisschen ratlos. Da muss ich schnell an der vorbei. Okay, schnell muss ich nicht an der vorbei. Ich glaube, ich muss mich an der vorbei schleichen. Schätze ich einfach mal so. Die hat ganz schön viele Kimonos, die Dame. Und ich weiß zufällig, dass das damals von den Geishas sozusagen die Geldanlage war, die ganzen Kimonos. Deswegen war ein Feuer in den Okiyas, also in den Häusern, wo die gewohnt haben, absolut fatal. Es war halt einfach die Wertanlage von denen. Nehmen wir einfach hier dazu. Irgendwo der Schlüssel. Überall die Bilder abgehangen. Abgehängt. Abgehangen. Also verdeckt. Wo ist denn der Schlüssel? Hier irgendwo drin? Ich weiß ja, dass wir einen Schlüssel suchen müssen. Ich habe vorhin Sport gemacht. In der Hoffnung, dass mein Rücken ein bisschen besser wird. Aber jetzt sitze ich schon wieder so krumm, dass ich merke, das tut mir nicht so gut. Ist der hier irgendwo? Aber die hat ein Wasserbett. Probier jetzt was. Runter. Kommt sie jetzt hier rein? Sie ist weg? Wo ist sie hin? Kommt ihr jetzt, wenn ich den Schlüssel hole? Wo sind wir? Seht ihr uns nicht? Da sind wir. Gott, jetzt wird die Musik so gruselig. Ich krabbel lieber. Also, ich schleiche lieber. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht wird das jetzt so ein Jumpscare oder so. Kannst du nicht weitergehen? Doch, kannst du. Sie ist weg. Sie ist wirklich weg. Lass dir mal kurz fallen. Nee. Wir hier noch die Puppe kaputt machen? Ist sie wirklich weg? Springt sie aus dem Schrank? Der Schrank ist so komisch beleuchtet. Sie springt nicht aus dem Schrank. Passt auch nicht zu einer Geisha aus dem Schrank zu springen.
Muss ich ja ehrlich mal sagen. Okay, ich bin gerade ein bisschen irritiert, wo sie auf einmal hin ist. Okay, dann gehen wir mal hier in den... Alle Spiegel sind zerstört. Ist das ihre Schwäche? War sie das? Jetzt wird es gerade ein bisschen unheimlich, ne? Was muss ich denn machen, wenn sie da auftaucht? Weiß ich da? Muss... Gibt es da eine Lösung oder so? Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Soll ich einfach schnell durchrennen? Oder am besten nicht umdrehen, wenn sie da kommt, oder? Mist, da hat sie mich. Okay, wegrennen ist es. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Okay, jetzt weiß ich's. Die ist ein bisschen unheimlich, die Dame, muss ich ja sagen. Da hat sie mich schon wieder. Da bin ich zu früh in die Hocke gegangen. Ah, wir haben es geschafft. Ist hier noch irgendwas, was ich machen kann? Überall sind die Spiegel zerstört. Ich glaube, das ist ihre Schwäche. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ein leerer Raum gefällt mir gar nicht. Ich renne lieber. Okay, scheint nichts zu passieren. Dann gehe ich hier einfach mal ein bisschen gucken. Vielleicht gibt es hier ja noch was, was man finden kann. Ich glaube, das können wir wieder ausmachen, das Licht. Da, ein Spiegel. Den nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Würde ich einfach mal sagen. Ein heiler Spiegel, muss man ja sagen. Ah, da steht sie. Muss ich denn mit dem Spiegel machen? Wo taucht sie auf? Ups. Was muss ich denn mit dem Spiegel machen? Also, ich habe den auf jeden Fall. Wahrscheinlich muss ich mich zu ihr drehen. Und sie damit blenden irgendwie. Kann das sein? Oder kann ich was mit dem Spiegel noch machen? Nee. Wegwerfen wäre ja doof. Wahrscheinlich einfach mich zu ihr drehen. Probier's einfach mal aus. Ups, Sala. Taucht sie überall an der gleichen Stelle auf? Lass ich das einfach mal so. Oder muss ich zum Licht laufen?
glaube, ich muss zum Licht laufen. Mit dem Spiegel. Okay. Probieren wir das nochmal aus. Oh, die Folge ist eigentlich vorbei. Ach, Mist. Wir probieren das jetzt noch einmal aus. Oh. Kann ich damit sprinten? Ja. Kommt das Licht? Kommt das hier hin? Ja, hier. Okay, das funktioniert. Perfekt. Schnell den Spiegel. Kommt der nächste Lichtkreis. Da. Okay, wie oft müssen wir das machen? Ich hoffe nur 5, 6 Mal, nicht mehr. Dahin. Kommt sie? Wahrscheinlich von hinten. Oh Gott, das wird ja immer anstrengender. Los, schnell den Spiegel! Na, hier rein. Na, wo bleibt sie? Schnell rappel dich auf, kleine Maus. Oh, geschafft! Okay. Ich mache jetzt mal ein bisschen Überlänge. Passe ich jetzt die Frau auf? Ich kann nicht sprinten oder so. Ich kann leider nur langsam gehen. Oder brauche ich die Maske? Guck mal, da liegt ja die Maske von ihr. Mache ich hier irgendwas mit ihr? Okay, ich esse die Frau tatsächlich auf. Oh mein Gott, was passiert mit uns? Also, dass wir sowieso ein Monster sind, weiß ich ja. Weil wir ja anfangen, kleine unschuldige Pilze zu essen. Jetzt essen wir auch noch Frauen. Unheimliche Frauen. Ich glaube, wir sind der eigentliche Albtraum. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, das ist jetzt das Ende vom Spiel. Ich mache halt einfach ein bisschen länger jetzt die Folge. Das ist das Finale. Darf auch mal länger sein, eine Folge. Kann ich jetzt hier nochmal durchgehen? Rennen kann ich nicht mehr. Nee, kann nicht mehr rennen. Wo bringen wir jetzt Tod und Verderben? Sieht ein bisschen so aus, ne? Haben wir deren Lebensenergie oder die Seelen.
Wow, das Sonnenlicht. Die Räume der Herren haben wir auch freigeschaltet. Das klingt wie die kleinen Pilzköpfchen. Ja, da sind sie. Die waren so süß und so lieb zu uns und wir fressen sie einfach auf. Was das jetzt? Kann ich noch weitergehen? Ah, ich kann auch weitergehen. Ja, das war's. Also, echt cooles Spiel, hat mir super viel Spaß gemacht. Okay, es gab einige Ecken, da war ich ein bisschen frustriert, das gebe ich zu. Nee, aber insgesamt ein super tolles Spiel. Ich mag die Grafik sehr gerne. Die Musik war auch super. Ein paar knifflige Rätsel zum Schluss waren es eher so Timing-Geschichten, also eher so Wegrenn-Geschichten und versucht zu timen, Sprünge zu timen und sonst was. Fand ich persönlich schwieriger als die Rätsel. Bei Rätsel finde ich nicht ganz so schlimm, als dieses Weglaufen. Ja, lieber Noss, ich hoffe, du machst den Death Counter noch fertig und dann bin ich mal gespannt, was das Ergebnis ist. Also mein jetziger Standpunkt waren, glaube ich, 130 Tode. Es werden jetzt locker nochmal 10 bis 20 draufkommen, gefühlt. Weil ich ja in den letzten Episoden oder in den letzten beiden Folgen ziemlich oft gestorben bin. Ja, ansonsten, ich habe ja immer so versucht, ein bisschen meine Interpretationsansätze reinzuschmeißen, indem ich dumme Fragen stelle. Vielleicht habt ihr ja auch eigene Ideen, Interpretationen, sonst was. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, lese ich mir gerne alles durch. Ansonsten bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zugucken, für die Kommentare, die ihr mir geschrieben habt und hoffe, wir sehen uns in einem neuen Projekt. Ach, genau, bevor ich jetzt ganz weg bin. Es wird kein Nachfolgeprojekt in diesem Sinne geben, denn ich werde jetzt schon so ein bisschen runterschrauben, was meine Projekte, also festen Projekte angeht. Es wird immer mal wieder was am Dienstagmittag kommen, sei irgendwas, was ich aufgenommen habe, worauf ich gerade Bock habe, aber kein festes Projekt. Also guckt euch da einfach mal an. Es kann auch sein, dass es mal wieder ein Let's Test gibt auf dem Dienstag. Aber es gibt kein festes Nachfolgeprojekt. Wird halt ab und zu was geben, aber kein festes Projekt. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo anders wieder. Und da dürft ihr dann auch gerne liken, kommentieren, Kritik ausüben, wollte ich was sagen, Kritik dalassen. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.